Marc Sali vom EAC Basel, Gratulation. 4:3 gewonnen nach Verlängerung gegen den EAC Bülach. Ja, nervt man sich, dass man nicht 3 Punkte geholt hat, oder ist man froh, dass man die ersten 2 jetzt in diesem Jahr geholt hat? Ja, erstens einmal, es tut sicher der Mannschaft gut, dass wir jetzt nach dieser längeren Pause wieder mal haben können spielen überhaupt und einen Sieg einfahren, nachdem wir das letzte Mal verloren haben. Ich würde sagen, ja, die Chance hat man sicher gehabt heute, um 3 Punkte zu holen, aber ja, wenn wir sie nicht machen, ja, und dann natürlich im Rückstand sein länger, dann ist es immer ein bisschen schwierig, ja. Aber schlussendlich, ja, sicher. Ja, sind wir zufrieden, dass wir doch 2 Punkte noch holen konnten, nachdem dass wir hinter 30 waren. Ja. Eben, wir jetzt gedacht, haben sehr viele Chancen gehabt, auch grosskarätige Chancen, wo man allein vor dem Goal steht, aber die Schüsse sind entweder einfach mitten auf den Goalie oder neben das Goal durch. Fehlt auch noch ein bisschen Präzision. Ja, wahrscheinlich müssen wir mal einfach irgendwie Schusstraining und Effizienz trainieren, weiss es auch nicht. Also eben, wie du sagst, zur Chance kommen wir eigentlich recht viel. Wir haben gewusst, wenn wir im Ecke unten cyclen und drehen und unser Spiel aufzwingen, dass wir werden zur Chance kommen. Das sind wir auch, aber am Schluss hat einfach noch irgendwie der letzte Zack gefällt, dass wir dann die Goal auch geschossen haben. Ja. Jetzt hat man die ersten 2 Punkte immerhin geholt. Spielerisch hat mir auch ist viel besser gewesen als noch gegen Seven letztes Wochenende. Ja, was müssen wir jetzt machen, dass es gegen Chur dann 3 Punkte gibt? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, müssen wir einfach so weiterfahren, dass wir intensiv spielen, dass wir vor allem als Mannschaft gehen, dass wir über 60 Minuten unser Spiel einfach durchziehen, viele Chancen kreieren, hinten zudrehen und da bin ich überzeugt, dass es am Dienstag gut kommt, ja. Merci vielmals, Marc Sali, und viel Erfolg am Dienstag. Merci auch, danke.